basement, just around the bend. The chasing lightning, and you just might win. You're on the border of the power zone. This road is leading to power zone. You lose your fear inside the power zone. You just crossed over into the power. Herzlich willkommen, liebe Pro-Superbike-Fans, beim deutschen Sportfernsehen. Sie sehen es, die Eifel, die Nürburgring, die traditionelle Rennstrecke am Nürburgring in strahlendem Sonnenlicht im herrlichen Sommerwetter hier beim 10. Lauf der Pro-Superbike-Serie, präsentiert von Ganser Kölsch, dem Siegerlandpreis hier auf dem Nürburgring. Allerdings nicht auf dem Grand Prix-Kurs, sondern auf einer verkürzten Strecke der sogenannten Kurzanbindung, 3,3 Kilometer. Zu fahren hier beim 10. Lauf. Den 9. Lauf gewann Esther Lindholm aus Schweden und wir erwarten spannende Rennen, ebenso wie die vielen, vielen Zuschauer, die hier die letzten Vorbereitungen von Esther Lindholm in seiner Box an der blau-weißen Yamaha vom Aral Racing Team. Die letzten Einstellungsarbeiten an der Kupplung, an der Bremse, an der Kette, die letzten Details vor dem Start werden hier noch einmal fixiert und wir erwarten sicherlich ein spannendes Rennen. Damit wir auch in Zukunft spannende Rennen erleben werden, haben wir gleich einen Block eingeschoben, in dem wir uns um die Nachwuchsarbeit kümmern werden. Es wird ja im Allgemeinen immer bemängelt in der deutschen Motorradsportszene, dass zu wenig für den Nachwuchs getan wird. Aber das stimmt bei dieser Rennserie, die wir hier schon im Bild sehen, nicht. Beim Yamaha Aral Cup, der schon seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Nachwuchsarbeit ist. Berühmte Fahrer wie zum Beispiel Jochen Schmid, Martin Wimmer oder der amtierende 125 Kubikzentimeter Weltmeister Dirk Raulis fuhren in diesem Cup und wir werden gleich einige Interviews zu diesem interessanten Cup in unserem Blog hier haben. Die dort hinter steckt, ist, dass wir in jedem Jahr 50 Nachwuchsfahrern eine Chance geben wollen für relativ wenig Geld, relativ deswegen, weil der Rennsport ja sehr teuer ist, aber für relativ wenig Geld den Einstieg zu finden und festzustellen, ob man gut ist im Rennsport. Und das haben dann ja auch einige getan, man kann es ja mehrfach lesen, Dirk Raudis, amtierender Weltmeister, Martin Wimmer, Jochen Schmid und, man kann die Liste beliebig fortführen, kommen aus dem Yamaha. Nun, ich habe mir damals natürlich auch die Frage gestellt, auf welche Art ich in den Motorradrennsport einsteige. Und es war eigentlich nur eine Möglichkeit, die mir in und für sich auch realistisch scheint. Und das war ein Markenpokal. Und damals gab es eben den Yamaha Castrol Cup. Und ich kann nur jedem Einsteiger empfehlen, sich über einen Markencup in den Motorradrennsport reinzutasten. Was war es denn damals für eine Maschine, die Sie damals fuhren? Das war damals die RD 350 mit der Power Valve Maschine. Und war damals schon mit 60 PS eine recht schnelle Maschine. Ja, ich habe 1978, als sich drei Firmen, in dem Falle waren es damals Yamaha, Kawasaki und Suzuki, entschieden hatten, einen Markenpokal erstmals in Deutschland durchzuführen, dann spontan entschieden, am Yamaha Cup teilzunehmen. Denn Yamaha hatte auch Rennmaschinen, mit denen man später richtige Rennen fahren konnte. Und es ist mir natürlich gelungen, damals auch diesen Cup dann gleich zu gewinnen. Und das war eine hervorragende Schule. Auch um für mich herauszufinden, habe ich Spaß an dieser Rennserie? Kann ich etwas erreichen? Kann ich gute Ergebnisse haben? Und Yamaha hat mir dann in meiner Karriere ganz entscheidend auch weitergeholfen. Habe es auch zum Werksfahrer gebracht bei Yamaha in der 250er Grand Prix Klasse. Und ich habe Yamaha eigentlich alles zu verdanken. Wenn man sagt Cup, da denkt man immer so ein bisschen ans Geld. Da gibt es auch so einen gewissen Preistopf immer, oder? Ja, es gibt einen Preis, es gibt ein Gesamtpaket und dieses Paket beinhaltet dann auch das Motorrad, Kleidung von Erbo, Stiefel von Daytona und so weiter. Und dieses Paket kostet 17.960 Mark, also knapp 18.000 Euro. Als letztes noch eine Frage in Sachen Technik, was darf verändert werden und was nicht? Ja, das Motorrad ist im Prinzip ein Serienfahrzeug. Wir haben dem Motorrad, das ja in der Serie einen Sonntagsanzug anhat, einen Arbeitsanzug verliehen, indem wir die Verkleidung neu machen. Und wir haben noch etwas mehr Sound in die Sache hineingebracht, indem wir einen Terminioni-Auspuff montiert haben, der auch etwas mehr Leistung bringt. Soweit also die Prominenz. Bei uns kommt natürlich auch der Nachwuchs zu Wort. Der Cup ist gut organisiert, Talente werden gefördert und es ist eigentlich eine gut aufgezogene Sache, wo professionell durchgezogen wird und ich finde das eine feine Sache.
ich möchte nächstes Jahr unter Umständen Supersportklasse fahren und ich denke, Yamaha Cup ist ein sehr guter Einstieg. Man hat schon ein komplett fertiges Motorrad. Es ist eine sehr gute, preisgünstige Alternative eben zu den offenen Klassen. Alle Motorräder sind gleich und das Fahrerische entscheidet eben dann. Und das ist der Sieger von Yamaha Aral Cup Rennen hier am Nürburgring. Wolfgang Benmann heißt der junge Mann, ein Mann, den man im Auge behalten sollte. Aber nicht nur Yamaha und Aral kümmern sich um den Nachwuchs, nein, das tun glücklicherweise auch noch andere Firmen, die seit Beginn an in der Pro Superbike Serie dabei sind, zum Beispiel Heingericke. Und um die geht es gleich in unserem nächsten Interviewblock. Noch einmal ein Blick auf die voll besetzten Ränge und damit die in Zukunft auch was zu besichtigen haben bei den Rennen, das Engagement von Heingericke in der Pro Superbike Serie gleich im Interviewblock. Schon seit Jahren ist Europas größtes Motorradanbieterzentrum, so möchte ich es einmal nennen, Heingericke, eines der Teams, was für den Motorsport da ist. Wir begrüßen heute bei uns in der Box vier Herren, die uns dazu Näheres sagen können. Zunächst sagen wir ein herzliches guten Tag Herrn Thomas Schwarz. Er kommt von der Firma Heingericke, ist dort für den Motorradrennsport und für den Verkauf und für den Einkauf der Bekleidung zuständig. Warum ist Heingericke so stark im Motorradrennsport motiviert? Ja, wir sind natürlich sehr motiviert aufgrund der Möglichkeiten, die uns der Rennsport bietet, unsere Produkte weiterzuentwickeln. Wir haben alle in der Firma sehr viel Spaß am Motorsport und sind mit sehr viel Enthusiasmus dabei, weil wir natürlich auch fast alle Motorradfahrer sind. Und natürlich die Competition ist im Prinzip das, was am meisten Spaß macht. Darüber hinaus haben wir mittlerweile ja 80 Geschäfte in ganz Europa, die wir entsprechend halt versorgen müssen mit qualitativ hochwertigen Produkten. Und da ist der Rennsport das Betätigungsfeld, in dem wir halt neue Entwicklungen ausprobieren. Ja, nun muss man unseren Zuschauern auf alle Fälle erklären, dass mein Gesprächspartner auch ein aktiver Rennfahrer ist. Ja, ich versuche mich auch seit einigen Jahren mehr oder weniger erfolgreich im Rennsport, allerdings auf nicht dieser Ebene, die meine Partner haben. Ich fahre Lizenzfahrerrennen bei Moto Aktiv und habe jetzt mich in diesem Jahr am Yamaha Cup versucht, auch mit ganz gutem Erfolg. Allerdings habe ich mir jetzt das Handgelenk gebrochen und muss halt ein bisschen pausieren. Wir wünschen natürlich Besserung, das ist klar. So, Adrian Schmidt, unser nächster Gesprächspartner. Er ist im ADAC Junior Cup zu Hause. Wie war seine Entwicklung bis jetzt? Ja, ich habe letztes Jahr angefangen, bei Moto Aktiv zu fahren, bin da Bunny Cup gefahren, habe den gewonnen. Moto Aktiv hat mir weitergeholfen. Die haben einen Kontakt zu Yamaha gebildet, hergestellt und haben mir ein Motorrad zur Verfügung gestellt, Yamaha TZR 125, die nächstes Jahr dann hier im Cup eingesetzt werden soll. Ja, und die darf ich dann dieses Jahr schon fahren. Ja, und wie sieht dann die allgemeine Zukunft aus? Gibt es da schon Pläne? Also nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich nochmal im Junior Cup fahren und danach weiß ich noch nicht. Mal sehen. Vielen Dank. Wir wünschen natürlich auch hier die besten Erfolge. Achim Penisch, kein Unbekannter im deutschen Motorradrennsport, das kann man auf alle Fälle sagen. Er ist jetzt in der 600er Supersportklasse zu Hause. Auch er fährt für Heingericke. Ich fahre mit Unterstützung von Heingericke in der 600er Supersportklasse auf Suzuki, werde von Heingericke finanziell und materiell unterstützt. Ich bekomme zum Beispiel von Heingericke diese maßgeschneiderte Rennkombi, die mit ihren ganzen Vorzügen und Weiterentwicklungen dann auch jeder Kunde so kaufen kann. Also kann man sagen, aus dem Motorsport kommt auch etwas, was der Kunde im Laden kaufen kann? Auf jeden Fall, gerade im Sicherheitsbereich bei der Bekleidung wird bei den Motorsportsachen viel ausprobiert. Ich habe selbst Vorschläge gemacht für Protektoren und diese hat dann Heingericke in diese Lederkombi zum Beispiel einfließen lassen, die dann auch dem Kunde zugutekommen. Da kann man natürlich sagen, da ist man sicherlich im Hause Gericke zufrieden mit diesen Proben, mit diesen Tests, die eigentlich von den Fahrern selbst mitgemacht werden. Ja, das ist ja so. Es gibt natürlich Unterschiede. Wir haben natürlich unsere Prüfstandsversuche mit Protektoren, aber nichts ersetzt im Prinzip den Praxistest. Und da haben wir halt immer hervorragende Leute hier, die das für uns tun. Ich meine, es ist nicht so angenehm, in einer Saison 7-mal ins Kiesbett zu fliegen, aber für uns sind das wertvolle Erkenntnisse, die wir danach einfließen lassen. Ja, und diese Erkenntnisse wird sicherlich ein Herr mir bestätigen können, namens Andy Hofmann. 34 Mal gewann er, dreimal war er deutscher Meister und er fährt auch in diesem Jahr für das Heingericke-Team. Andy, bitte. Ja, und trotzdem bin ich noch froh um die ganzen Kombis, die ich habe. Trotz den Siegen, die ich gehabt habe, muss ich immer wieder zu Boden. Also ich bin dieses Jahr auch viermal gestürzt und war dankbar für die Protektoren, für die Kombis, die ich anhabe. Ich habe mich nie verletzt. Ich war also richtig gut geschützt und allgemein die Zusammenarbeit mit Heingericke ist super. Ist sympathisch und klappt alles tiptop. Ja, da kann man wirklich zufrieden sein. Und man muss unseren Zuschauern auf alle Fälle noch erklären, dass Heingericke mit zu denen zählte, die Pro Superbike eigentlich aus der Taufe gehoben haben.
Ja, das ist richtig. Also wir haben die Pro Superbike-Entwicklung uns halt, überhaupt die Superbike-Entwicklung in Deutschland uns sehr genau angeguckt. Nachdem die Initiative ins Leben gerufen worden ist, war das für uns gar keine Frage, da einzusteigen und die Superbike in Deutschland nach vorne zu bringen, was sich ja auch bis heute als absolut richtig bewahrheitet hat. Und unsere Zukunft wird in die Richtung auch weitergehen, wobei wir aber auch jetzt schauen wollen, dass es Nachwuchsfahrer gibt, weil der Andi Hoffmann, der wird auch nicht ewig fahren. Also müssen wir mal schauen, dass da auch der ein oder andere neue Mann auftaucht und da werden wir auch in Zukunft uns verstärkt engagieren. Wir wünschen also dem gesamten Team von Hein-Gericke für die Saison 94 das Beste. Ja, und wir hoffen weiterhin auf gute Zusammenarbeit mit Hein-Gericke, wie gesagt, seit Anfang an dabei. Udo Mark im festen Hand hier, im festen Handgriff der Kupplungshand bei den Startvorbereitungen. Und wir werfen noch einen Blick hinter die Kulissen. Ganser Kölsch hat wirklich ganze Arbeit geleistet hier beim Festzelt. Und Robert Pönsken, der Suzuki-Sportchef, hatte hier Geburtstag. Und das Ganze, die ganzen Festivitäten schauen wir uns doch gleich einmal an. Und ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich, ein Blick hinter die Kulissen der Pro-Superbike-Serie. Hier das Fahrerlager. Und da sind wir schon im Festzelt bei der Geburtstagsparty von Robert Pönsken. 47 Jahre alt ist er geworden an diesem Rennwochenende. Es wurde ordentlich Ganserkölsch konsumiert von den Rennfahrern. Natürlich nur das Alkoholfreie, auch fürs leibliche Wohl war gesorgt. Und das alkoholfreie Ganserkölsch kam nicht nur bei den Fahrern gut an, sondern auch bei der Prominenz hinter den Kulissen. Wobei Bert Pönskens Geburtstagsparty natürlich im Mittelpunkt stand. Achten Sie auf die Torte, auf der werden endlich die PS gefunden, die dem Suzuki-Team ja in dieser Saison so ein wenig fehlen. Kalorien sind natürlich auch dabei, aber das interessiert jemand wie Herrn Pönsken natürlich nicht. Er kann es sich in jedem Falle erlauben. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum 47. an Bert Pönsken auch von dieser Stelle. Sie werden sich sicherlich fragen, liebe Zuschauer, was Bier denn mit Motorsport zu tun hat. Da gibt es eine ganz konkrete Antwort und die erfahren Sie von Herrn Bert Pönsken, Marketingchef von Suzuki Deutschland. Und wir haben ebenfalls als Gesprächspartner hier Herrn Josef Ganser von der Privatbrauerei. Aber erst einmal die Frage an Herrn Pönsken. Ja, ich würde sagen, Motorsport macht Spaß und soweit ich das beurteilen kann, macht Biertrinken auch Spaß und da passt es schon zusammen. Und dazu habe ich mir mein Leben lang schon gewünscht, mal Haustrunk zu haben. Ich habe gehört, bei Brauereien haben die Mitarbeiter Haustrunk. Ich habe es noch nie geschafft, Haustrunk zu haben, aber seit 2 Jahren haben wir auch Haustrunk. Und das ist eine wunderbare Sache. Nun muss man ja unseren Zuschauern erklären, dass einer der Sponsoren von Suzuki Deutschland diese Brauerei ist. Ja, das ist einer unserer Sponsoren und wir sind sehr happy damit. Ganz klar, die Zusammenarbeit zwischen Ganser und Suzuki klappt, glaube ich, hervorragend. Und ein Ergebnis davon kann man ja auch hier heute sehen. Ja, und die Frage an Herrn Ganser, was hat denn nun nach Ihrer Meinung nach das Bier mit dem Motorsport zu tun? Gibt es da eine Einheit? Nun, ich meine, wenn man auf die Komponente Alkohol abstellt, würde man sicherlich sagen, auf den ersten Blick nein. Aber wir haben ja dieses Forum gewählt, Motorsport, Rennsport, Motorrad, unter dem Aspekt eines alkoholfreien Bieres. Und unsere Privatbrauerei hat ein Produkt, Ganser Kölsch Zero, was wir glauben, in dieser Form sehr gut vermarkten zu können. Nun sind Sie ja der Hauptsponsor dieser Veranstaltung hier am Nürburgring, Herr Ganser. Und auch am Nürburgring gibt es von Ihnen viele Aktivitäten. Ja, wir haben uns etwas einfallen lassen mit unseren Partnern. Unter anderem betreiben wir 2 Zelte hier, wo wir unsere Kunden und Gäste einladen können. Und ich hoffe, dass all die Menschen, die gekommen sind, sich heute auch sehr wohlfühlen hier bei dieser Veranstaltung. Ja, insbesondere bei den Temperaturen, wie gesagt, mit dem Ganser Kölsch alkoholfrei lag man da auf jeden Fall richtig. Auch die Motorsportfans, die das nächste Rennen in Brünn am 19. bis 21. August besuchen, mit dem Grand Prix-Zirkus dabei und der Pro Superbike-Serie, sollten, wenn sie dann nach Hause fahren, doch bitte alkoholfreies Bier konsumieren. Wir kommen zu Karl Truchsis, hier im Bild, lange nicht dabei gewesen, aber er erklärt uns jetzt gleich, warum. Ein alter Bekannter bei uns bei Pro Superbike, Karl Truchsis vom Team Kawasaki Österreich. Karl, du warst eine lange Weile nicht mit dabei. Ja, leider. Ich habe ärgere Probleme gehabt durch einen Unfall auf der Straße. Und in Salzburg hatte ich ja das Pech, dass ich bei beiden Läufen ausgefallen bin durch die Schmerzen beim Fuß. Aber ich muss sagen, jetzt die Tendenz ist sehr steigend. Man sieht auch das heute beim Abschlusstraining schon. Und ich glaube, es wird noch die letzten Rennen sehr spannend werden. Werden wir denn Karl in den nächsten Rennen wieder sehen? Das auf jeden Fall. Ich fahre auch in Brünn den nächsten deutschen Meisterschaftslauf. In Hockenheim fehle ich leider, weil ich muss ja die österreichische Meisterschaft bestreiten, wo ich zurzeit jetzt endlich führe auch. Und das hat für mich als für Team Kawasaki Österreich den Vorrang, leider. Aber ich hoffe auch, dass wir uns nächstes Jahr wieder sehen.
Das ist schön und wünschen wir natürlich den Karl für die österreichische Meisterschaft und für Pro Superbike das Beste. Danke sehr. Wir sind hier bei Owen Coles, der beim letzten Pro Superbike-Lauf in Most nicht dabei war. Owen Coles, was glauben Sie, was können Sie hier am Nürburgring zeigen? Ja, Owen Coles sagt, dass es hier am Nürburgring zum ersten Mal eigentlich so richtig gut für ihn lief, nach großen Problemen zu Anfang der Saison, und er hofft, dass er dadurch jetzt wieder Motivation für seinen Fahrstil findet, denn die braucht er. Nach dem guten Trainingsergebnis wünschen wir das auch für Owen Coles, dass es endlich aufwärts geht in dieser Saison. I think if our problems are away, my driving can come back and I hope to do well here today. Edwin Weibel musste beim Pro Superbike-Lauf in Most im Rennen an die Box fahren, weil er lauter Fliegen auf dem Visier hatte. Edwin Weibel, wieso benutzt ihr keine Abreißvisiere? Wir benutzen schon Abreißvisiere, aber ich habe bisher die Feststellung gemacht, dass die kaum 2-3 Runden lang halten und ich immer Probleme habe mit den Abreißvisieren. Ich bin bisher 18 Jahre durchgekommen so und in Most war es halt mal so weit, im dümmsten Moment halt. Was will ich machen? Ich habe jetzt immer wieder probiert, aber die fliegen dauernd weg und hängen dann irgendwo am Hals oder behindern mich vom Lärm her. Das Thema ist noch nicht ausgereift, denke ich. Muss man noch was machen. Na, dann bleibt für die Helmtechniker also noch einiges zu tun. Hier die Startaufstellung. Wir kommen zu unserem Expertentipp des Tages, diesmal von Gerhard Schuh. Der Nürburgring ist eine sehr schnelle Strecke. Und wir haben gesehen im Training, dass Yamaha und auch im ersten Lauf Yamaha mit Lindholm gesiegt hat. Ich denke und tippe auch, der zweite Lauf ist Yamaha mit Lindholm an erster Stelle. Eigentlich ein todsicherer Tipp von Gerhard Schuh, er mit seiner Firma Schuh Motorsport seit Jahren ein gern gesehener Sponsor bei den Pro Superbikes. Hier die Startaufstellung, Christer Lindholm, der schnelle Schwede, der ja den ersten Lauf bereits gewann. Das war bereits sein dritter Sieg in dieser Saison. Im Training vor Rob Phillis, dem 39 Jahre alten Australier. Auch er gewann bereits in dieser Saison beim letzten Rennen in Most. Phillis auf Startplatz 2, knapp vor seinem Teamkollegen Jochen Schmid vom Team Green Kawasaki Deutschland, der ehemalige 250er Grand Prix-Pilot, ja mit seiner ersten Superbike-Saison in diesem Jahr. Bernhard Schick hier mit der Ducati, der Teamkollege von Edwin Weibel, ebenfalls sehr gut dabei im Training zu diesem 10. Lauf hier am Nürburgring. Und auch Roger Kellenberger, der Teamkollege von Christa Lindholm, der schnelle Schweizer, wie immer ganz vorne dabei, der Fahrer vom Yamaha Aral Racing Team. Hier die gut besuchten Ränge bei diesem herrlichen Sommerwetter beim 10. Lauf zur Pro Superbike Serie von Gansakirsch präsentiert dieser Siegerlandpreis auf der verkürzten Grand Prix-Strecke, 3 Kilometer lang, hier diese Version des Nürburgrings. Und die Fahrer befinden sich auf der Einführungsrunde. Noch einmal die erste Reihe, Markenvielfalt und auch international durchgemischt. Das Ganze, die zweite Reihe ebenso, Owen Coles, Edwin Weibel, Udo Mark und Michael Rudroff, der schnelle Bayer mit der Startnummer 7, der ja einige Probleme mit seinem neuen Motorrad hat. Die dritte Startreihe dann Karl Truchsis, den wir vorhin im Interview hatten, Marcel Kellenberger, Ernst aus der Schweiz, Amati aus Ungarn und Sven Seidel aus Deutschland auf der Ducati, der ja an diesem Wochenende im ersten Rennen Elfter wurde, aber keine guten Ergebnisse für das Team vom Roberto Lords Racing Team. Der Amerikaner Mike Barnes stürzte in seinem ersten Rennen in der Pro Superbike Serie und konnte zum zweiten Lauf nicht mehr antreten. Ebenso übrigens wie Michael Liedl, der ja auch beim ersten Lauf schon nicht dabei war, aufgrund einer Verletzung. Hier sehen wir die Nummer 4 vom Yamaha Aral Racing Team. Das ist der schnelle Kellenberger. Der hofft, ähnlich gut abzuschneiden wie sein Kollege Christa Lindholm im ersten Lauf. Aber Lindholm hat ja für dieses Wochenende einen neuen Motor bekommen und das macht die Yamaha noch schneller. Die rote Flagge, letzte Vorbereitung vor der entscheidenden Phase. Gleich müsste die Ampel auftauchen und dann wird es spannend. Der erste Lauf hat schon Motorsport vom Feinsten gezeigt. Da ist die Ampel auf Rot und Grün und die Startphase und los geht's. Lindholm mit einem relativ schlechten Start. Owen Coles kam aus dem Hintergrund, behinderte ihn vielleicht ein klein wenig. Und wer geht als Erster in die Schikane? Udo Mark liegt vorne mit der 17 und eine knifflige Passage. Und da kommt es zu einem Massensturz. Meine Güte, 5, 6, 7, 8 Fahrer sehen wir da im Kiesbett.
Und das ist doch eine ganze Menge hier gleich in der ersten Kurve. Mitte 18 sehen wir da verzweifelt Karl-Heinz Hennemann, der versucht aus dem Kiesbett herauszukommen. Sven Seidel sehen wir da mit der blau-weißen Kombi, der ebenfalls versucht hier an seinem Motorrad. Aber nein, da nimmt er den Helm schon ab und wir sind gespannt, ob das einen Restart gibt, ein Neustart dieses Rennens in der ersten Kurve. So viele Fahrer gleich ausgeschieden. Persson noch mit dabei, Leif Persson und Michael Lundwall, die beiden Schweden hier auch mitbeteiligt, ebenso wie Sven Seidel, den wir da im Hintergrund sehen. Kein guter Auftakt zu diesem zweiten Lauf von diesem Wochenende, zum 10. Lauf der Pro Superbike Serie. Die Spitze hat das Ganze natürlich noch nicht mitbekommen und wir sehen hoffentlich gleich noch einmal die Startphase, wie es zu diesem Sturz in der ersten Schikane kam. Ja, traditionell eine knifflige Strecke, eine knifflige Passage am Ende der Start-Zielgerade hier am Nürburgring, die erste Schikane. Da will natürlich jeder eine gute Position fürs Rennen sichern und so riskiert man da doch schon ab und zu mal mehr und bei diesem engen Feld kann es dann schon einmal zu einem Sturz kommen. Hier ist immer noch nicht ganz klar, was eigentlich los ist. Wird es einen Restart geben? Ich tippe mal. Ja, und hier noch einmal der Sturz aus einer anderen Kameraperspektive und da sehen Sie das Knäuel, welches sich da ins Kiesbett mogelt. Zum Glück nicht allzu viel passiert, da das Tempo an dieser Stelle in der Anbremsphase zu der Schikane nicht außerordentlich hoch ist, aber es hat einigen Schrott gegeben an den Motorrädern, die beiden Schweden zum Beispiel, Persson und Lundvall nicht mehr dabei und hier der Restart, der Neustart, der zweite Versuch und wer kommt jetzt als erster in die Schikane und hoffentlich geht es sturzfrei ab bei diesem 10. Lauf. Und es ist offensichtlich wieder Udo Mark. Nein, die 1 ist es. Edwin Weibel schiebt sich vor Udo Mark mit der 17, die beiden Ducatis. Also ganz weit vorne und ganz hinten im Feld sehen wir Christa Lindhorn, den Gewinner des ersten Laufs mit der 3. Das ist die Spitze. Die 1, Edwin Weibel vor der 17, Udo Mark und mit der 33 schnell und gut mit vorne dabei. Jochen Schmid ebenfalls ein guter Start von Apat Amati mit der 70. Da sahen wir schon wieder einen Fahrer in der Wiese. Hoffentlich geht das nicht so weiter, nachdem der erste Lauf ja eigentlich relativ sturzfrei verlaufen ist. In diesem zweiten Lauf anscheinend der Wurm drin, aber noch ist die Anfangsphase nicht ganz abgeschlossen. Die Fahrer befinden sich noch in der ersten Runde und vielleicht beruhigt sich das ganze Geschehen auf der Rennstrecke ja ein wenig, wenn sich die Positionen ein wenig verteilt und bezogen haben. Edwin Weibel mit der 1, schon mit einigem Abstand. Vor der 17, das ist Udo Mark auf der gelben Ducati. Andy Hoffmann, der dreimalige Meister, für den es ja in dieser Saison nicht so gut läuft. Er strengt sich wirklich an, aber das Motorrad spielt nicht so ganz mit. Und von daher kommen nur hintere Ränge für den sympathischen Andreas Hoffmann im Moment in Frage. Edwin Weibel hier beim Anbremsen, die knifflige Rechtskurve vor der Start-Zielgerade hier. Eine interessante Kameraaufnahme ganz nah dran und Sie sehen die Schräglage und die Dynamik dieser Superbikes, wie sie herauskommen aus dieser Kurve, voll beschleunigen, die Start-Zielgerade dann herunterfahren mit Top-Speed und das ist einiges bei diesen über 150 PS starken Motorrädern. Über 260 können sie fahren, diese Superbikes. Die 1 vor der 33, Jochen Schmid ist hier vorbeigegangen an Udo Mark gleich zur Anfangsphase. Jochen Schmid also wieder schnell dabei im ersten Lauf, hat es ja mit Übersetzungsproblemen nur zu Rang 4 gereicht und vielleicht läuft es für den Mann aus Backnang, für den Busunternehmer in diesem zweiten Lauf besser. Er hofft natürlich, dass es ähnlich gut läuft wie am Salzburgring, als er ja seinen ersten Saisonsieg feiern konnte. Christa Lindholm sahen wir da gerade kurz im Bild, kurz vor Andy Hoffmann und das hier ist sein Teamkollege Kellenberger auf der Yamaha, der ebenfalls versucht, den Anschluss zur Spitze dieses Feldes herzustellen. Und das ist die Spitze. Edwin Weibel mit der 1 vor Jochen Schmid mit der 33 und Udo Mark mit der Startnummer 17 auf der gelben Ducati des Peter Lords Racing Team. Hier die Passage unterhalb des Fahrerlagers, dort geht es leicht bergan. Diese Schikane dann noch einmal zu durchfahren, dort muss schnell umgelegt werden. Schick sehen wir hier mit der 36 mittlerweile vorbeigegangen an Apat Amati und dann diese letzte Rechtskurve vor der Start-Zielgeraden, auf der sich in der Endphase des Rennens noch einiges tun könnte. Das konnte man im ersten Lauf ja bereits sehen. Und Lindholm hier unwiderstehlich auf dem Vormarsch. Er zieht vorbei an Apat Amati, als wenn der stehen würde. Und da scheint der neue Motor, den Christa Lindholm ja für diese Rennen am Nürburgring bekommen hat, auf Unterstützung bauend des italienischen Yamaha-Importeurs Belgada. Ein richtiger Werksmotor, der leistungsmäßig den Anschluss gefunden hat an die schnellen Ducatis. Lindholm also auf dem Vormarsch und er greift jetzt schon Bernhard Schick mit der 36 an. Nach schlechtem Start zeigt Lindholm also eine ähnlich gute Leistung bisher wie schon im ersten Lauf, in dem er ja seinen dritten Saisonsieg feiern konnte.
Hier das Duell Bernhard Schick, der ebenfalls immer besser in Fahrt kommt nach großen Verletzungssorgen, nach einem Sturz beim Traditionsrennen von Daytona, welches er eigentlich zur Saisonvorbereitung nutzen wollte. Dort crashte er aber schwer und hatte dann doch einige Zeit unter den Verletzungen zu leiden. Hier die Spitze des Rennens mit der 1, der Meister, der amtierende Meister der letzten beiden Jahre, Edwin Weibel, schaut sich um und er sieht Jochen Schmid mit der 33 und Udo Mark. Ob er Christa Lindholm schon sieht, weiß ich nicht, aber er sollte ihn auf jeden Fall im Auge behalten, denn der Christa Lindholm, der sympathische Schwede, legt ein ziemliches Tempo vor. Immer noch hinter Bernhard Schick, aber das ist ja nun auch wirklich kein langsamer, wie wir hier in dieser Einstellung gut sehen können. Hier geht es jetzt wieder auf die Start-Zielgerade. Schick mit der schnellen Ducati immer noch vor Lindholm. An der Spitze keine Veränderung. Die 1 vor der 33 und der 17. Das ist Edwin Weibel vor Jochen Schmid und Udo Mark. Und hier der Teamkollege von Edwin Weibel, Bernhard Schick. Die Kamera, einen kleinen Moment die Orientierung verloren, aber da sind wir wieder beim Renngeschehen. Und die beiden, die sich dort duellieren, die wollen natürlich den Anschluss nach vorne zu den ersten dreien herstellen. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn die beiden im Tandem da eine schnelle Runde nach der anderen hinlegen. Denn so könnte die Lücke dann eventuell geschlossen werden. Christa Lindholm hier wunderbar zu beobachten. Und da geht er vorbei an Bernhard Schick. Was für ein Manöver vom schnellen Schweden. Christa Lindholm ganz schnell umgelegt. Die Power seines Motorrads richtig im richtigen Moment eingesetzt und ausgenutzt. Und schon ist es um Bernhard Schick geschehen, der nun am Hinterrad von Christa Lindholm klebt. Ein interessantes Duell und ich bin sicher, die beiden werden aufschließen zur Spitze, wenn sie dieses Tempo halten können und dabei nicht eventuell einen Sturz oder ein ähnliches Missgeschick riskieren. Aber Lindholm sieht ausgesprochen gut und souverän aus auf dem Motorrad, wie schon im ersten Lauf. Ganz sicher, sehr gut auf der Bremse, spult der schnelle Schwede, der ja seine erste Pro-Superbike-Saison in diesem Jahr fährt, seine Runden ab. Hier das Ergebnis, noch 17 Runden sind zu fahren. Weibel, Schmid, Mark, Lindholm, Schick und der Neueinsteiger seit dem letzten Lauf in Most, Freddy Byens, der Ersatzmann für Stefan Šešović im San Marino-Team, auch schnell dabei, noch mit Kontakt zur Spitzengruppe. Hier die Spitze im Moment, immer noch Edwin Weibel vor Jochen Schmid, Udo Mark, Christa Lindholm hier im Bild auf Position 4 nach schlechtem Start. Von Platz 8 oder 9 hat er sich mittlerweile schon auf Position 4 vorgearbeitet und auf Platz 5 Bernhard Schick. Mit der zweiten Ducati vom Ducati DNL Corse Team, dem offiziellen Ducati Importeur. Und deshalb das Motorrad natürlich in Rot im Gegensatz zum gelben Motorrad von Udo Mark. Die Maschine von Udo Mark eingesetzt vom privaten Peter Lords Racing Team. Bernhard Schick fühlt sich in der Form seines Lebens. Das hat er hier vor dem Rennen gesagt. Und wenn man ihn so beobachtet auf der Rennstrecke, dann glaubt man ihm das ohne weiteres. Kellenberger hier mit der 11 auf der Kawasaki, dahinter Byens und Arpad Hamati, die Dreiergruppe hinter den ersten fünf Fahrern. Andy Hoffmann dann da, der zweite Kellenberger mit der 4 auf der Yamaha und hier wieder der Schwenk auf die Spitze, auf Edwin Weibel. Und Sie sahen es im Hintergrund kurz, Christa Lindholm kommt langsam näher, setzt sich leicht von Bernhard Schick ab. Da scheint also wirklich alles zu stimmen am Motorrad, die Leistung, die Reifen und natürlich auch der, der drauf sitzt und Gas gibt. Christa Lindholm wirklich in bestechender Form. Aber Tamati hier, der schnelle Ungar mit der 70 auf der Yamaha, groß im Bild. Und das ist der Kellenberger mit der Nummer 11, das ist Marcel Kellenberger auf der Kawasaki. Bei Hinz hier ein guter Griff vom San Marino Racing Team, bisher immer in den Punkten. Das hat Stefan Šešović ja leider nicht geschafft. Deswegen musste er das Team nach einigen Querelen verlassen. Und die Ergebnisse von Byens geben der Teamleitung recht. Hier wieder die schnelle Kawasaki von der Nummer 11 von Marcel Kellenberger vom Bayer Racing Team. Und Sie sehen es, Christa Lindholm ist vorbeigegangen an Jochen Schmid. Diese Konfusion hat offensichtlich auch Udo Mark genutzt, der auch an Jochen Schmid vorbeigegangen ist, der ja lange auf Platz 2 lag. Ein interessanter Dreikampf jetzt also um Platz 2. Lindholm jetzt wieder am Ende dieser Gruppe. Jochen Schmid also wieder vorbeigegangen und Lindholm geht an beiden vorbei in dieser Passage.
Einen kurzen Moment hat die Kamera da nicht aufgepasst und schon ist der schnelle Schwede vorbei. So geht das manchmal im Rennsport und insbesondere in dieser Pro Superbike Rennserie. Viele, viele Überholmanöver bei den letzten Rennen und so auch in diesem Christa Lindholm. Also muss man sich mal vorstellen, in diesem Rennen schon von Position 9 auf die jetzige Position 2 vorgefahren und vor ihm nun noch der amtierende Meister der letzten beiden Jahre, Edwin Weidel mit der Startnummer 1. Und Christa Lindholm gibt weiter Gas. Udo Mark versucht hier, wie schon im ersten Lauf, auf der Innenseite zu attackieren. Aber das reicht nicht, denn Lindholm, wie schon gesagt, auf der Bremse ausgesprochen gut. Das können wir auch hier wieder beobachten in der Passage, die auf dem Startziel gerade führt. Die 1, Edwin Weidel, vor der 3, Christa Lindholm, dann die 17, Udo Mark und Jochen Schmid mit der 33 auf Position 4. Das ist der Platz, den er auch im ersten Rennen belichtet. Eine etwas andere Linienwahl hier von Lindholm in der Schikane nach der Stadt Zielgraben. Aber so ist das. Der eine wählt die Innenseite, der andere versucht das Ganze doch etwas eher von außen anzufahren. Hauptsache man nimmt den Schwung mit auf die nächste Gerade und das tut Christa Lindholm in vorzüglicher Manier. Dort wird bereits ein Fahrer überholt. Die Startnummer 20 ist das. Ein Nachzügler Gerd Schmidt aus Rössrath auf einer privaten Ducati. Der Platz gemacht hat er für die Spitzengruppe. Und die besteht immer noch aus der 1. Edwin Weibel, Christa Lindholm mit der 3, Udo Mark mit der 17 und Jochen Schmid mit der 33 auf der grünen Kawasaki vom Team Green Kawasaki Deutschland. Hier das schnelle Umlegen gut zu beobachten. Von der 1, von der 3, von Christa Lindholm. Dann wieder diese schwierige Rechtskurve. Vor Start und Ziel und dann voll beschleunigen, schalten und dort sahen sie ein Abreißvisier, das was wir vorhin im Interviewblock mit Edwin Weibel gehört haben. Edwin Weibel musste ja die Boxen aufsuchen in Most, weil er einen Mückenschwarm auf dem Visier hatte. Hier wieder die etwas kuriose Linienwahl von Lindholm zu beobachten. Lindholm gerade auf der Geraden, auf der Start-Zielgeraden dabei, ein Visier abzureißen. Jetzt hat er freien Durchblick und wir sind gespannt, ob das ein wenig hilft, um Edwin Weibel doch noch einmal anzugreifen. Weibel noch mit einigen Metern Vorsprung vor Lindholm, Mark und Schmid. Udo Mark hier mit der 17, der ja beim nächsten Pro Superbike-Rennen vom 19. bis zum 21. August beim großen Preis der Tschechischen Republik Doppelstarter sein wird, ebenso wie Michael Liedl. Michael Liedl bekommt bei diesem Rennen eine Wildcard für die 500er Grand Prix-Klasse und Udo Mark ist ja seit seinem guten Rennen beim Heim-Grand Prix in Hockenheim fester Bestandteil der 500er-Szene. In Le Mans holte er sogar Punkte, in Donington lief es dann nicht so gut, aber in Brünn vom 19. bis zum 21. August beim großen Preis der Tschechischen Republik, da wird Mark dann wieder auf seiner Ducati sitzen und natürlich wird er auch auf einer 500er-Yamaha sitzen. Schnellste Runde jetzt von Christa Lindholm. Der Schwede hält also das hohe Tempo und er kommt langsam näher heran an Edwin Weibel auf der Ducati. Er fährt wirklich eine ziemlich riskante Linie, immer sehr nah heran an die Curbs hier in der Schikane nach Start und Ziel und er macht wirklich Druck auf den führenden Mann, auf Edwin Weibel aus der Schweiz. Hier die 1, dann die 3, Christa Lindholm, wohl der schnellste Mann an diesem Wochenende, vor Udo Mark mit der 17 und Jochen Schmid auf der Kawasaki mit der Startnummer 4. Es könnte einen ähnlichen Einlauf geben, wie schon im ersten Rennen, wenn es so weitergeht, aber wir sind gespannt. Die Endphasen in den letzten Pro-Superbike-Läufen hatten es ja immer in sich und da kann auch einiges passieren auf diesem schwierig zu fahrenden 3 Kilometer langen Kurs am Nürburgring. Christa Lindholm kommt immer näher, das sieht man hier beim Beschleunigen auf der Startzielgerade sehr gut und Udo Mark kann sich in seinem Windschatten halten. Auf 5 immer noch Bernhard Schick, nicht mehr im Bild und auf 6, auf Position 6, 11 Runden vor Schluss Marcel Kellenberger auf der Kawasaki. Aber hier, das ist die Spitze. Diese vier Herren werden das Rennen unter sich ausmachen. Da darf man gespannt sein und zumindest aufs Podium wollen natürlich alle vier. Und das lässt auf eine spannende Endphase bei diesem 10. Lauf in der Pro Superbike-Serie schließen. Leichte Rutscher hier bei Edwin Weibel. Bei den hohen Temperaturen ist natürlich die Reifenwahl mitentscheidend für den Ausgang dieses Rennens und Christa Lindholm scheint da offensichtlich eine gute Wahl getroffen zu haben, denn er kann das Tempo halten. Wenn man dann auch berücksichtigt, dass er ja seine Aufholjagd vom Beginn an starten musste, also die Reifen wirklich aufs Äußerste fordern musste, dann ist das wirklich beachtlich und jetzt ist er direkt am Hinterrad von Edwin Weibel und direkt dahinter eben noch gut dabei
Udo Mark mit der 17 auf der gelben Ducati, auch Jochen Schmid noch nicht abzuschreiben. Und hier geht es wieder die Startzielgerade herunter. Die ersten drei könnte man fast mit einem Handtuch zudecken. Und die ersten drei, das sind immer noch Edwin Weibel, wollte ich gerade sagen. Da kommt die Attacke von Lindholm, aber es reicht nicht ganz hier an dieser Stelle. Also weiterhin Edwin Weibel. Nein, da ist er doch noch vorbei in dieser Passage. Das hatten wir vorhin schon einmal. Dort hat er vorhin schon einmal ein paar Fahrer überholt. Christa Lindholm geht vorbei an Edwin Weibel und liegt jetzt zum ersten Mal im zweiten Rennen der Pro Superbike-Serie in Führung. Sollte es einen Doppelsieg geben für den sympathischen Schweden an diesem Wochenende? Wir sind gespannt. Auch Udo Mark geht an Edwin Weibel vorbei, zumindest beinahe am Ausgang der Kurve. Ist der Schweizer dann schneller als der Schwarzwälder? Also weiterhin die Reihenfolge. Christa Lindholm vor Edwin Weibel und Udo Mark, der ist hier gleich noch einmal auf der Innenseite probiert, und Jochen Schmid direkt dahinter mit der Startnummer 33. Faires Manöver hier von der Startnummer 28 von Andreas Janssen, der da rechtzeitig die Hand hebt und die Spitzengruppe vorbeiwinkt, die jetzt auf die Startzielgerade einbiegt, und Christa Lindholm spielt die volle Power seines neuen Motors aus und kann den Abstand halten zur Startnummer 1, zu Udo Mark und zu Jochen Schmid. Herrlich hier zu beobachten, die vier, und Jochen Schmid greift Udo Mark an und er geht vorbei hier in der Anbremsphase. Spannend dieses Rennen, das kann man nicht anders sagen. Hier hat Lindholm auch Rutscher. Das könnte auch bei ihm bedeuten, dass die Reifen dort jetzt abbauen. Udo Mark jetzt nur noch letzter in dieser Vierergruppe auf Position 4 mit der 17, direkt hinter Jochen Schmid mit der 33. Und vorne wird spannend. Lindholm blickt sich um. Mann auf der Yamaha vom Maral Racing Team mit der Startnummer 3, vor Edwin Weibel mit der 1, Jochen Schmid mit der 33 und Udo Mark mit der 17, der hier auf der Innenseite wieder vorbeigeht an Jochen Schmid. Wirklich ein gekonntes Manöver. Schmid versucht zu kontern, aber es reicht nicht ganz. 1 Lindholm, 2 Weibel, 3 Mark, 4 Schmid. Wilde Rutscher hier. Ausgangs dieser Kurve. Hier wieder das harte Anbremsen. Und Schmid geht hier wieder vorbei an Udo Mark. Ständiger Positionswechsel bei diesem Rennen. Mark kontert auf der Stelle, geht wieder an Jochen Schmid vorbei. Die leisten wirklich alles im Moment beim Anbremsen und Beschleunigen. Und ich bin wirklich gespannt auf die Endphase dieses überaus spannenden 10. Laufs. Christa Lindholm nach wie vor in Führung. Der Startnummer 3 vor Emil, vor Edwin Weibel, dem schnellen Mann aus der Schweiz, dem Meister der letzten beiden Jahre. Dahinter dann Udo Mark mit der 17. Auch Udo Mark war ja schon einmal deutscher Superbike-Meister im Jahr 1991, damals auf einer Yamaha, auch damals mit der Startnummer 17. Und diese Nummer, diese Startnummer will er auch in diesem Jahr wieder zum Titel führen. Aber dazu muss er diesen Mann hier unbedingt schlagen, Christa Lindholm, der ja im Moment im Gesamtklassement in Führung liegt. Und noch einmal geht die Startzielgerade runter. Wieder blickt Lindholm sich um. Ja, es reicht noch nicht. Er hat noch nicht genug Platz gut gemacht. Er kann sich noch nicht in Sicherheit wiegen, denn er weiß ganz genau, dass Edwin Weibel wirklich ein alter Fuchs ist, der jeden Trick beherrscht in diesem Geschäft. Jeden Trick beherrscht allerdings auch Udo Mark und Jochen Schmid. Auch die beiden kann man auch nicht abschreiben in der Endphase dieses Rennens. Lindholm vor Weibel, hier mit der roten Ducati, dann die gelbe Ducati von Udo Mark und Jochen Schmid mit der 33 auf der Kawasaki vom Team Green Kawasaki Deutschland. Der amtierende Meister hier groß im Bild. Maximale Schräglage an dieser Stelle. Und das bei den hohen Temperaturen. Da sind nicht nur Spitzenreifen, Spitzenmotorleistung, nein, da ist auch eine Spitzenkondition bei den Fahrern gefordert. Und die hat offensichtlich Christa Lindholm. Das hat er schon im ersten Lauf gezeigt. Und auch in diesem zweiten Lauf fährt der schnelle Schwede ein überragendes Rennen. Hier wieder beim Anbremsen, das Eintauchen der Gabelstandrohre zu beobachten. Etwas enge Linienwahl jetzt von Weibel, dadurch schließt Mark wieder auf. Attacke von Weibel und er geht vorbei an Christa Lindholm. Nein, es hat nicht ganz gereicht. Da hat sich die Linienwahl von Christa Lindholm noch einmal ausgezahlt, der ja immer ganz dicht an die Curbs heranfuhr. Wieder eine Attacke von Weibel, reicht diesmal auf der Außenseite. Das sollte kaum klappen, dort vorbeizukommen am erfahrenen Schweden an Christa Lindholm. Und Lindholm bleibt vorne, bleibt vor Weibel. Wilde Rutscher mit dem Hinterrad, wilde Hinterradslides von Udo Mark jetzt mit der 17 zu beobachten.
Der Mann aus Furtwangen weiß ganz genau, dass er noch einiges riskieren muss, denn es geht immerhin um 20 Punkte für den Sieg in der Pro Superbike Serie. Und Meister wollen zumindest die ersten drei Fahrer hier im Bild werden. Jochen Schmid wird es wohl kaum noch schaffen können, aber ein gutes Ergebnis täte ihm trotzdem gut. Christa Lindholm auf absolutem Erfolgskurs an diesem Wochenende mit der Startnummer 3 und der schnellen Yamaha, die ja endlich genügend Leistung hat, um den Ducatis Paroli zu bieten. Noch 5 Runden zu fahren. Christa Lindholm vor Edwin Weibel, Udo Mark, Jochen Schmid, Bernhard Schick und Marcel Kellenberger nach wie vor auf den Positionen 5 und 6. Hier Weibel wieder vorbeigegangen an Christa Lindholm, aber der Konter folgt auf dem Fuße von Lindholm. Er will offensichtlich nichts anbrennen lassen da vorne an der Spitze und er fährt das Rennen von der Spitze weg. Seitdem er die Jungs dort vorne in der Führungsposition eingeholt hat, ist der Schwede immer nur mal kurz, wenn auch nur für einige Passagen, von der Führungsposition verdrängt worden. Hat es dann immer wieder gleich geschafft, die Führung zu übernehmen. Die 4 Spitzenfahrer jetzt wieder enger zusammengerückt und dort vorne sahen wir schon wieder die berüchtigten Nachzügler, die es leicht zu überrunden gilt. Und da kann man nur hoffen, dass die 4 Spitzenleute einheitlich und geschlossen ohne Zeitverlust an diesen zu überrundenden Fahrern vorbeikommen. Dann wieder die Flaggensignale der Streckenposten und man kann nur hoffen, dass diese Herren diese Flaggensignale beachten und die Spitze passieren lassen. Gute Gelegenheit hier jetzt auf der Geraden. Dort kommt sie, die 3, der schon den ersten Fahrer überholt hat. Christa Lindholm macht das sehr geschickt und dort sind die 4 in dieser Schikane alle unversehrt vorbeigekommen. Lindholm hier bei diesem Überrundungsmanöver ganz eng zusammen auf der Innenseite, die gelbe Kombi von Udo Mark und die 1 Edwin Weibel. Und hier jetzt die 3 Christa Lindholm, die 17, die 1. Es kommen alle relativ gut durch, obwohl das natürlich schon Zeit und Konzentration und fahrerischen Einsatz erfordert, solch eine Gruppe zu passieren, um den Abstand nicht groß werden zu lassen. Und sie haben das Handzeichen von Udo Mark gesehen. Der Furtwangener ist sauer auf diese Nachzügler, denn sie haben es vorne vielleicht beobachten können. Christa Lindholm hat sich um einige Meter abgesetzt und das könnte ja vielleicht schon reichen für den Sieg, für den schnellen Schweden, der jetzt mindestens 50, 60 Meter Vorsprung hat. Vor Udo Mark mit der 17, der wiederum an Edwin Weibel vorbeigezogen ist bei diesem Überrundungsmanöver und nun auf Platz 2 liegt. In die letzte Runde geht es jetzt. Abstand nun für Christa Lindholm, der sie diese Situation natürlich wie ein Profi ausgenutzt hat. Ähnlich wie Rob Phillips im letzten Lauf. In Most ist er vorbeigegangen und ein Sturz von der Nummer 20. Ohnehin nicht sehr schnell in diesem Rennen. Stürzt er auch ausgesprochen langsam, der Gerd Schmidt schnell aus der Gefahrenzone bringen. Wir kennen die erste Schikane nach Start und Ziel ja noch vom Sturz direkt nach dem Start. Dort geht man dann wirklich besser gleich aus der Schusslinie. Christa Lindholm hier beim Anbremsen, noch einige Meter sind zu fahren. Und wir hoffen, dass jetzt alles klar geht, dass er jetzt gut durchkommt, der schnelle Schwede. Denn er ist wirklich ein überragendes Rennen gefahren, das muss man sagen. Mit dieser tollen Aufholjagd auf die Spitzenposition, auf die 1. Und alles sieht nach seinem 4. Saisonsieg aus. Christa Lindholm aus Schweden auf dem Weg zum Sieg. Aber hier, der Kampf um Platz 2. Edwin Weibel wieder vorbeigegangen an Udo Mark. Jochen Schmid im geschlagenen Feld. Er wird wohl wieder Vierter werden, auch in diesem zweiten Lauf. Wenn nichts mehr passiert. Und das bedeutet Öl auf der Strecke. Vorsicht also nun für die Fahrer. Michael Galinski ist dies, der Ex-Meister. Auch er hat schon Superbike-Geschichte geschrieben und schreibt sie auch jetzt. Weicht dem Öl aus, muss ins Grün und stürzt Michael Galinski auf der Wellbrock-Maschine. Also nicht besonders glücklich. Galinski 1986 ja noch Meister auf einer Yamaha in diesem Rennen. Dann kurz vor Schluss gestürzt und die Spitze müsste gleich noch zu dieser Passage, welches die Kurve vor Start-Ziel war, kommen. Und hoffentlich geht da alles glatt. Schon wieder ein Sturz, ein Motorplatzer hier bei diesem grünen Motorrad. Auch das in der letzten Passage und wir sind gespannt, wie die Spitze durchkommt. Christa Lindholm kommt gut durch, gelbe Flaggen werden geschwenkt. Gelbe Flaggen bedeuten, es darf nicht überholt werden. Und wir sind gespannt, wer jetzt auf 2 landet. Anhand der gelben Flaggen müsste es eigentlich Edwin Weibel sein. Und richtig, es ist Edwin Weibel. Udo Mark hat ihn in der letzten Kurve überholt und das zog natürlich einen Protest nach sich, einen Protest von Edwin Weibel, denn unter gelber Flagge darf man nicht überholen. Da kann man sich wirklich drüber streiten, über diese Entscheidung, ob man dieses so handhaben musste.
unglücklich für Udo Mark, auch er ein gutes Rennen gefahren und dann mit diesem Manöver, vielleicht konnte er die gelbe Flagge gar nicht einsehen, nicht auf Platz 2, sondern disqualifiziert in diesem Rennen. Christa Lindholm hier mit einem wunderbaren Burnout für die Fans. Burnout nennt man das, wenn man das Hinterrad durchdrehen lässt und das geht. Noch einmal hier Christa Lindholm für die Fans. Er ist wirklich außer sich vor Freude. Der Hinterradreifen ist eh abgefahren und aufgebraucht. Noch einmal ein Burnout von Lindholm und der Schwede kann sich nach diesem Doppelsieg wirklich freuen. Ja, ich habe gesehen, das Rennen ist zu Ende und mein Tipp mit Lindholm hat sich bestätigt. Lindholm ist ein sehr guter Fahrer. Die Maschine Yamaha ist natürlich super schnell. Für beide herzlichen Glückwunsch. Ja, Gerhard Schuh, vielen Dank für diesen wunderbaren Tipp und vielen Dank auch für das Engagement in der Pro Superbike-Serie. Noch einmal ein Burnout von Lindholm, er jubelt den Fans zu und schauen Sie sich einmal diese Rauchwolke an. Auch das muss man können, Lindholm, ein Profi durch und durch, das hat er mit diesen beiden Rennen an diesem Wochenende endgültig bewiesen. Und es ist unglaublich, aber wahr, die internationale Pro Superbike-Serie zieht selbst seine Fans aus Schweden an. Sie sind hier zum Nürburgring in Scharen gekommen, unter den vielen Zuschauern. Und die Schweden jubeln natürlich nach diesen beiden Siegesfahrten ihres Favoriten von Christa Lindholm. Den haben wir jetzt im Interview. Doppelerfolg am heutigen Tag für Christa Lindholm. Die schwedische Flagge ist ausgerollt, er schwenkt sie. Das war wirklich ein super Rennen, ein spannendes Rennen, Chris. It was an excellent race. Yeah, the tires was just wonderful and ja, Christa Lindholm bestätigt das natürlich, es war ein wunderbares Rennen, vor allem die Reifen waren sehr, sehr gut und auch der neue Motor, für den er sich nochmal beim italienischen Yamaha-Importeur, beim Belgada-Team bedankt, ebenso wie die Arbeit des ganzen Teams an diesem Wochenende, alles perfekt bei Christa Lindholm. We made a big step forward and I hope we're going to stay up on the podium anyway, the last races. Thank you. Thanks to the whole team. Edwin Weibel, der zweifache deutsche Superbike-Meister, so möchte ich ihn einmal bezeichnen, so ist er es ja auch. Er wandte die Taktik an von Wegfahren, aber es hat nicht ganz geklappt. Ja, ich werde langsam alt. Ich glaube, es ist das. Oder ich habe alte Motorräder, könnte auch sein. Nein, ich weiß momentan wirklich nicht, wieso meine Arbeit nicht fruchtet, das weiß ich nicht, das verstehe die Welt nicht. Irgendwas hindert mich immer am Vorwärtsdrang. Und diesmal war vielleicht ich selber, habe ein bisschen vorsichtig gemacht wegen der Reifen, habe mich einholen lassen und konnte dann wegen Überrundeten nicht richtig attackieren. Und es bleiben ja im Endeffekt noch zwei Rennen, beziehungsweise vier, Brünn und dann der Hockenheim. Ja, es gibt noch viele Rennen, wenn ich noch viele Jahre fahre. Nein, momentan habe ich keine Stellungnahme, wie es weitergeht. Ich hoffe halt, dass ich irgendwann wieder Glück habe. Das wieder im letzten Rennen. Das Glück wünschen wir. Merci. Ja, auch Edwin Weibel ist eigentlich ein gutes Rennen gefahren. Wenn er nicht so viele Probleme gehabt hätte zu Saisonanfang, dann könnte er jetzt zufrieden sein mit diesem zweiten Platz. Und Udo Mark wird sauer sein, dass er nicht dabei ist bei dieser Siegerehrung. Wie gesagt, eine strittige Entscheidung, ob man ihn hier an dieser Stelle disqualifizieren muss. Aber ich kann auch Edwin Weibel verstehen. Und jetzt gibt es erstmal einen kräftigen Schluck Ganserkölsch für den Sieger, für Christa Lindholm. Hier die Teamwertung, wie immer präsentiert von PS und Hein-Gericke. Team Green, Kawasaki vor Ducati, DNL, Corse. Nach dem 10. Lauf, wohlgemerkt, hier in der Pro Superbike-Serie. Und Christa Lindholm schmeckt das gute Ganserkölsch ausgesprochen gut. Er hat es sich aber ja auch an diesem Wochenende wirklich verdient mit diesen beiden Doppelsiegen. 40 Punkte hat er eingefahren an diesem Wochenende. Zweimal ganz oben auf dem Podium. Das macht dem schnellen Schweden so schnell keiner nach. Ja, er jubelt berechtigt für die Fans und das ist der Punktestand in der Fahrerwertung nach dem 10. Lauf. Lindholm 197 Punkte, nun mit großem Abstand vor Udo Mark mit 161 Punkten und Edwin Weibel dann doch etwas abgeschlagen. Das Ganze hier im Hintergrund untermalt von einem dieser wunderbaren Burnouts. Das ist genau das Richtige nach solch einem spannenden Rennen für die vielen, vielen Fans an der Rennstrecke. Und wir kommen zum Interview des Siegerteams. Doppelsieg an diesem Wochenende auf dem Nürburgring für das Yamaha Aral Racing Team. Zu einem totalen Sieg, wie wir heute erlebt haben, gehört natürlich auch ein super vorbereitetes Motorrad. Was, Heiri Winter, Teamchef des Yamaha Aral Racing Teams, gehört denn so dazu? Nun, in einer so hart umkämpften Klasse, Entschuldigung, wie bei der Superbike, heißt Stillstand Rückschritt. Das heißt also, wir müssen unsere Motorräder von Rennen zu Rennen weiterentwickeln und das ist uns diesmal in Bezug auf den Motor sehr gut gelungen. Wir haben einen guten
Anschluss an die Ducatis gewonnen und somit die Rennen hier gewinnen können. Ja, dazu möchte man natürlich noch einmal ganz herzlich gratulieren. Das wollen wir natürlich Herrn Köster machen. Köster, nach der ersten Runde Platz 7, dann systematisch nach vorn gekämpft und im Endeffekt Doppelsieg an diesem Wochenende. Ja, Christa Lindholm lobt nochmal die Reifenwahl seines Teams. Er hat sehr weiche Reifen an diesem Wochenende benutzt. Er fand sein eigenes Tempo. Mit einem perfekten Motorrad war das Ganze einfacher, als er sich gedacht hatte. Er hat zweimal gewonnen an diesem Wochenende und ist total happy. The bike's brilliant. It's fast and the tire suspension, everything's working so good. So I think the bike's lovely at the moment. And it was easier than I thought. Mit 197 Zählern, das stehen jetzt bei ihm zu Punkte, da sind wir also auf Titelkurs, Heiri. Ja, ich sag mal, der Titel ist immer erst am letzten Rennen gewonnen, aber der Christa Lindholm ist ein sehr sicherer Fahrer und hat gezeigt, dass er sehr, sehr sattelfest ist. Deswegen bin ich stark davon überzeugt, dass wir eine gute Ausgangsposition haben, diesen Titel zu gewinnen. Das wünschen wir euch natürlich von ganzem Herzen. Vielen Dank. Ja, tolle Rennen haben wir hier erlebt beim Ganser Kölschpreis am Nürburgring. Die nächsten Läufe in Brünn vom 19. bis zum 21. August im Rahmenprogramm des Großen Preises der Tschechischen Republik. Und auch diese Rennen erleben Sie natürlich bei uns beim deutschen Sportfernsehen. Ich hoffe, Sie hatten Ihren Spaß. Tschüss.